Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser heutigen Legung bzw. zu diesem heutigen Intro, das ich sowohl für den Neumond im Widder aufnehme, aber auch für den rückläufigen Merkur, der nur einen Tag nach dem Neumond startet. Denn diese Energien dieser nächsten 3 Wochen, die müssen im Zusammenhang gedeutet werden. Ne? Wir treten jetzt hier in Eclipse Season ein, also in die Finsterniszeit, ne? die Zeit der Finsternisse, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, was oft so den Trend, die Energie für ein halbes Jahr vorgibt, ne? Bis zur nächsten Eclipse Season. Aber auch dieser rückläufige Merkur ist ein ganz wichtiger rückläufiger Merkur, denn es ist der erste Planet, der nach sehr langer Zeit, wo alle Planeten im Vorwärtsgang waren, wieder Rückspiegelenergien in unser Leben bringt. Und ich habe die Legung zum Neumond, habe ich genannt, mit Anlauf zum Durchbruch. So, was tun wir, wenn wir Anlauf nehmen? Ne, wir gehen ein paar Schritte zurück. Und dieser Anlauf, den wir jetzt nehmen, der dauert 3 Wochen, nämlich bis zum 15. Mai. Der dauert diese Zeit vom rückläufigen Merkur, wo wir aufgerufen sind, Anlauf zu nehmen, um danach 5.5. Mondfinsternis, also Vollmond in Skorpion, um danach wirklich, wie soll ich sagen, zu wissen, was man in seinem Leben umsetzen möchte, was man aufbauen möchte. Ich spreche in den letzten Legungen öfters mal von Saatgut. Und genau das passiert gerade. Ne? Der Neumond im Widder, Widder ist eine absolute Startschussenergie. Es ist der zweite Neumond im Widder, ne? Die Sonnenfinsternis. Wir hatten ja bereits einen Neumond in Widder. Und der will uns voranbringen, aber ne, um wirklich durchstarten zu können, um wirklich zu wirken und Ziele zu erreichen, sich Ziele zu setzen, ist eben dieser dreiwöchige Anlauf vonnöten. So, es gibt so ein paar allgemeine Sachen, die man zum rückläufigen Merkur sagen kann. Ne? Merkur wird 3-mal im Jahr für 3 Wochen rückläufig. Und es ist immer eine Zeit, in der wir zur Innenschau aufgerufen werden. Aber es ist auch eine Zeit, in der wir mit der Vergangenheit konfrontiert werden. Mir passiert das immer, also entweder es melden sich irgendwelche Leute, von denen ich schon lange nichts mehr gehört habe, oder es kommt irgendein Verhaltensmuster raus oder eine Angst oder nochmal ein kleiner Test. Ne? Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber ja, mit irgendetwas werden wir hier konfrontiert. Ich habe das Gewicht hier rausgelegt, beziehungsweise ich habe hier rausgelegt, Neumond in Widder. Ne? Der Herrscher ist die Widderkarte. Merkur rückläufig in Stier. Einen Tag später tritt dann auch die Sonne in den Stier ein. Also wir haben hier, ne, Venus, Stier ist von Venus regiert, deswegen regiert. Deswegen habe ich hier die Herrscherin hingelegt und ich habe das Gericht. Denn ich habe das Gefühl, dieser rückläufige Merkur, der bringt ganz viel Re wieder. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ins Deutsche übersetzen kann. Ne? Rebirth, Reconsideration. Also wieder, ne? eine Wiedergeburt, eine Wiederbegegnung, eine Wieder, keine Ahnung, Konfrontation, ein Wiederfühlen, ein Wiedererwachen, ne? Whatever. Aber in allem steckt dieses Re, ne? Reunite, rekindle, ne? Also es gibt 1000 Wörter, die mit re anfangen oder mit wieder. Und das bringt eben dieser rückläufige Merkur mit. Dann haben wir ab 1. Mai, also auch noch in der Zeit vom rückläufigen Merkur, Pluto in Wassermann, der bis Oktober 23 rückläufig wird, also genau bis zur Eclipse-Season. Das heißt, das hier ist wirklich eine Startschussenergie für die nächsten 6 Monate. Just saying. Und jetzt geht es darum, alles, was uns hier wieder begegnet, uns anzuschauen, ist es etwas, was wir die nächsten 6 Monate pflanzen wollen, was wir hochziehen wollen. Ne? Oder gibt es hier irgendwie Dinge, die wir loslassen möchten, denen wir eine Chance geben möchten.
Das können Offenbarungen sein, das können Awakenings sein, das können zweite Chancen sein. Das kann aber auch dieses komplette Loslassen, denn wir haben hier dann am 5. Mai die Mondfinsternis im Vollmond. Und da möchte wirklich Veränderung geschehen. Da möchte gehen, was uns in diesen nächsten 6 Monaten daran hindert, das auszusehen, was wir hochziehen wollen, ne? Wirklich Früchte zu ernten. Also hier ist dieses, was du jetzt siehst, wird im Oktober 2023 Früchte tragen, ne? Spätestens. Ne? Wie gesagt, es ist eine Startschussenergie. Und ja, wir schauen, was in diesen 3 Wochen Anlauf eben jetzt von uns gefragt wird, beziehungsweise welchen Anstoß dieser Neumond im Widder uns geben wird. Ne, auch auf diese Energie, auf die Mondfinsternis im Skorpion, da bekommt ihr natürlich dann im Mai noch eine Extralegung. Jetzt reden wir hier erstmal hier von ja, vom Start in den nächsten 3 Wochen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, ne, allgemeine Informationen zu rückläufiger Merkur. Es kann sehr leicht zu Missverständnissen kommen. Also wenn du dir nicht sicher bist, frag irgendwo nochmal nach. Rechne bei allem ein bisschen mehr Zeit ein. Ne, es kommt zu Verzögerungen, zu Verspätungen. Technik spinnt bei mir, ne, auf meinem Kanal, vor allem in den Live-Legungen, wisst das auch. Ne, da ruckelt es dann, ne, Technik spinnt einfach. Ich merke es auch an meinem Handy und meinem Fernseher und überall überhaupt schon wieder, dass Merkur rückläufig wird. Und in ganz persönlicher Sache, ne, habt die nächsten 3 Wochen ein bisschen Nachsicht mit mir, denn Merkur ist mein Herrscherplanet und der schlägt mir immer sehr stark auf mein Sprachzentrum. Das heißt, ich erzähle einfach manchmal ein bisschen Quatsch. Ne? Ich sage andere Wörter, ich sage ne, König der Schwerter, obwohl König der Stäbe da liegt und solche Sachen. Also habt ein bisschen Verständnis mit mir. Aber so viel dazu. Deswegen schauen wir jetzt mal, was in dieser Legung rauskommt, die du hier gerade angeklickt hast. Vielen lieben Dank und ja, bis gleich. Hallo meine lieben Jungfrauen und herzlich willkommen zu eurer Legung zum rückläufigen Merkur. Euer Herrscherplanet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja auch Jungfrau. Ich merke das immer total. Ich bin so gespannt auf diesen rückläufigen Merkur, denn ich glaube, ihr habt das Gefühl, das wird einer der intensivsten rückläufigen Merkur, eben mit dieser Eclipse-Season. Und ja, genau, wir gucken mal. 8 Stäbe, 6 Schwerter, da ist auf jeden Fall schon mal viel Bewegung. Ich habe erstmal nur 2 Fragen, die ich stelle. Und zwar, was bringt der rückläufige Merkur zurück und warum? Und anhand der Botschaft, die dann da rausspringt, bauen wir den Rest drumherum auf. Du, meine liebe Jungfrau, tust mir den Gefallen, spürst in dich hinein, ob das hier heute deine Botschaft ist oder nicht. Wenn du direkt merkst, nee, kann ich gar nichts anfangen mit dieser Energie, dann mach die Legung bitte einfach aus, denn dann ist sie für eine andere Jungfrau bestimmt. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu deinem Mondzeichen. Vielleicht gehst du dann damit mehr in Resonanz, aber interessant, die Liebenden und die 4 Stäbe. Ich sehe so viele krasse Karten hier die ganze Zeit schon. Genau, nimm dir bitte nur mit, was sich für dich stimmig anfühlt. Okay, so. Liebes Universum, was bringt der rückläufige Merkur zurück ins Leben meiner Jungfrau? Ins Jungfrau-Kollektiv? Was bringt rückläufiger Merkur zurück? Okay, den Teufel, die 10 Stäbe und die 8 Schwerter. Okidoki, das ist ja mal Boom. Steinbock-Energie habe ich hier bisher. Okay. Warum bringt der rückläufige Merkur so eine Energie? I love it, meine Lieben. Ass der Münzen. Ich bin so happy im Moment, wenn sich das Ass der Münzen zeigt. Ne? Ich habe euch im Intro so viel zum Ass der Münzen erzählt. Ich erzähle es in den Live-Legungen ganz viel. Ass der Münzen ist, was wir jetzt sehen, werden wir ernten. Wir setzen jetzt den Grundstein für die nächsten 6 Monate. Okay, alles klar. Ass der Münzen. Drei Kelche.
Ritter der Kelche. Okay. Also, meine Lieben, ich muss sagen, dass ich bin ja auch Jungfrau, dass ich mich heute hier tatsächlich sehr angesprochen fühle, denn ich löse mich gerade von ein paar ungesunden Dingen. Sagen wir es ganz allgemein einfach mal so. Das können Glaubenssätze sein, das können Personen sein, ne? Steinbock-Energie, das können Jobsituationen sein, das können Glauben, habe ich das schon gesagt, Glaubenssätze sein. Bei mir sind es tatsächlich Dinge, ne? Ich habe Rauchen aufgehört und sowas. Bei mir sind es ein paar schlechte Angewohnheiten, die ich gerade loslasse. Und wenn du das von dir auch sagen kannst, ne? So, dass du gerade versuchst, Ballast abzuwerfen, ne? Möglicherweise auch in deinem Kopf. Acht Schwerter ist so eine Mindset-Energie. Vielleicht führt dir der rückläufige Merkur hier nochmal vor Augen, was dieser Ballast ist. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen was abgeklärt. 10 Stäbe, die 8 Schwerter. Die 7 Kelche. Und das Ass der Kelche. Und die 10 Münzen an der Unterseite des Decks. Okay. Kann auch emotionaler Ballast sein, natürlich, ne? So. Es kann Alkohol sein, ne? Sowas. Süchte. Ich weiß nicht, wie das Universum, wie der rückläufige Merkur zeigt, welche Energie nicht mehr gut für dich ist. Aber es wird dir das irgendwie aufzeigen, ne? So. Ich hätte gerne eine Karte zum Ast der Münzen. Also was ich hier sehe, warum? Weil etwas in dein Leben kommen möchte. Möglicherweise eine Person. Beziehungsweise, ja, ich kläre jetzt erstmal weiter ab. 7 Münzen. I love it. Das Ast der Münzen und die 7 Münzen. Ne? So, was du jetzt aussiehst, wirst du ernten. Weil es an der Zeit ist, vielleicht positivere Energien zu ernten. Warum habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich von Alkohol heute hier spreche? Also, ne, so. Bei mir sind es tatsächlich sehr stark Gesundheitsthemen. Ne? Ich will mehr Sport treiben, ich habe aufgehört zu rauchen, ich will mich wieder gesünder ernähren, bla 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 bla. Ne? So. Und 7 Kelche, 3 Kelche, 9 Kelche, Ast der Kelche. Irgendwie habe ich hier auch so ein bisschen das Gefühl, es ist zu viel trinken, zu viel feiern. Ne? Vielleicht gab es hier irgendeinen Absturz oder eine Situation, die, wie soll ich sagen, die dir die Augen geöffnet hat. Bei mir gab es die tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, du willst ein gesünderer Boden sein. Ein gesünderer Boden zu sein, kann am Ende des Tages alles möglich sein. Ne? Kann mit dem Ast der Kelche ja auch Selbstliebe sein, dass du einfach gemerkt hast, hey, ich habe so viele Anhaftungen, ich trage so viele Altlasten mit mir herum, die mir jetzt irgendwie erst bewusst geworden sind, die sich jetzt irgendwie erst klar zeigen als nicht so gut für mich. Und möglicherweise zeigt dir der rückläufige Merkur das eben auf, weil, ne, warum zeigt dir der rückläufige Merkur das auf? Weil hier etwas entstehen, ein Leben möglicherweise, ein Leben, eine Beziehung, ein Neuanfang im Job, whatever, entstehen möchte, der dich mehr erfüllt, was dich glücklicher macht. Ne? Hier ist sehr erfüllende Energie. Ich mach jetzt mal hier ein bisschen Hauptenergie drüber. Ich meine, vielleicht zeigt dir der rückläufige Merkur wirklich auf, ne? So 7 Kelche, etwas, was du zwar schon ein bisschen wahrgenommen hast, aber es noch nicht so ganz klar war, ne? So aus welchen Dingen du dich hier lösen darfst, weil sie einfach nicht mehr gut sind, weil sie sich nicht mehr gut anfühlen, weil sie es nur, ja, Partying, meine Lieben. Vielleicht ist es eine spezielle Botschaft, ne? Aber es ist so, zu wenig schlafen, zu viel arbeiten, zu viel Stress, keine Ahnung. Es ist irgendwie so, irgendetwas tust du,
was eher eine unhealthy Lebensweise ist. Und das zeigt dir das Universum möglicherweise. Ich meine, hier liegen zwei Asse. Ganz wundervolle Energie eigentlich. So, ich hätte gerne mal eine Botschaft hier aus dem Situation Love. Twin Flames, okay. Okay. Ja, interessant. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht wahrgenommen. Twin Flame Energie. Und Wedding Rings. Yin und Yang in Balance. Union, Duality. Gegenseitige Eigenschaften, also ne, Yin und Yang halt, der Ring, ne, der Verlobungsring. Union. Union liegt hier zweimal. Auf beiden Karten liegt Union, Soul Connection, Everlasting Love. Also eine langlebige Liebe in Everlasting Love. Da fällt mir direkt ein Song ein. Oder, nee, mir fällt an. It must have been a love, but it's all. Der passt überhaupt nicht, der Song, aber egal. Whatever, ich sollte nicht singen in meinen Legungen. Also, okay. Twin Flame Wedding Ring. Aha. Die Flaschenpost. Das ist jetzt sehr spannend, denn ich habe gerade die Krebslegung gemacht, als auch die Löwelegung und beide hatten diese Karte von dem neuen Leben. Und die glückliche Fügung, wow. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine Partnerschaft. Ne? Twin Flames, Wedding Ring, Ass der Kelche, Ass der Münzen. Also es kann, ne, es kann so ein Seelenpartner Ding sein. Das Universum. Ich muss, sorry, meine Lieben, ich muss diesen Teufel und diese 10 Stäbe und die 8 Schwerter hier nochmal abklären, weil was bringt der rückläufige Merkur zurück in dein Leben? Was bringt der rückläufige Merkur hier zurück in dein Leben? Die Frage, ja, okay, offensichtlich eine Veränderung. 180 Grad Drehung, der Gehängte auf dem Kopf. Okay, also möglicherweise. Wir haben hier zwei Asse. Wir haben ein neues Leben. Deswegen weiß ich nicht, ob die Person, ob eine Person aus der Vergangenheit zurückkehrt oder ob eine neue Person zurückkehrt, die deine Perspektive ändert auf eine vielleicht nicht ganz so gesunde Beziehung. Also hier liegt irgendwie, hier liegt ein, das war ungesund, das ist jetzt gesund. Ne? Ob das jetzt dann auf dich selbst projiziert ist, ob das auf Beziehungen projiziert ist, das weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort Twin Flame ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen negativ behaftet. Weil eben ganz viele toxische Beziehungen als Twin Flame tituliert werden. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass es diese Verbindungen nicht gibt, aber sehr viele verwechseln da eben emotionale Abhängigkeit und Liebe. Ne? I don't know. Jetzt kläre ich noch mal kurz das Ass ab, die zwei Asse. Was kommt hier Neues rein? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, du darfst so eine toxische Idee loslassen, Ass der Stäbe an der Unterseite des Decks und etwas Gesundes, ne? So, hier Wedding Ring, das ist Commitment, das ist echt, das ist 3D-basiert, ne? So, und es ist trotzdem eine Soul Connection. Also ich habe, vielleicht geht es in irgendeiner Art und Weise für dich von ungesund in gesund, ne? Der Unterschied wird dir aufgezeigt. Glückliche Fügung ist, da kommt ein Mensch in dein Leben, die Ritter der Kelche, den ich hier hinten schon sehe, der dir vielleicht zeigen will, was gesunde Liebe ist. Ja, meine Güte, meine Lieben, die Liebenden. Also, okay, wow. Irgendetwas war nicht gesund in der Vergangenheit. Und der rückläufige Merkur kommt und zeigt dir, das hier wäre gesund.
Hier liegt eine Begegnung, hier liegt eine Zusammenführung. Der Teufel ist 15, die Liebenden sind 6. Das heißt, ob wir hier von ein und derselben Person in deinem Fall sprechen oder ob wir davon sprechen, dass etwas Gesundes in dein Leben kommt und dir etwas Ungesundes, was du bisher nicht gesehen hast, aufzeigt, weil es jetzt eben da ist. Und das sorgt für eine riesengroße Veränderung offensichtlich in deinem Leben, meine liebe Jungfrau. Ich möchte dir gerne noch kurz die Botschaft hier zur glücklichen Fügung vorlesen, weil das ist das, was der rückläufige Merkur bringt. Aber eben mit, und das kann retrospektiv sein, ne? So, es kann sein, dass etwas, also das, was ich sehe, ist, dass was Gutes in dein Leben kommt. Und das ändert plötzlich die Perspektive auf vieles. Ob jetzt auf deinen Lebensstil, ne, ob du sagst, okay, mit dieser Begegnung muss ich das ändern, das ändern, das ändern und das will ich auch, ne, so, whatever. Oder ob du einfach erkennst, so, es hat sich bei einer bestimmten Person was um 180 Grad gedreht oder ob einfach du siehst, okay, ne, so, bei mir selbst, findet jetzt eine Veränderung statt. Ich erwache irgendwie zu neuem Leben. Mein Liebesleben erwacht zu neuem Leben. Ich muss sagen, ich nehme Liebesleben wahr mit den ganzen Kelchen hier. Oder zumindest sehr emotional gebundene Energie. Das göttliche Prinzip hat einen Plan mit dir, zur rechten Zeit den richtigen Menschen auf deinen Weg zu führen. Du wirst einem Menschen begegnen oder bist ihm schon begegnet, der für deine Lebensreise von großer Bedeutung ist. Allein höhere Mächte können diese Art von Begegnung herbeiführen. Du vermagst hier nichts. Achte auf die Zeichen, die sie dir senden. Also, meine liebe Jungfrau, ich weiß nicht, ob du in einer toxischen Situation bist oder ob in deinem Leben irgendwas eben ungesund ist oder ob es das war, aber ne, nichts passiert ohne Grund. Eclipse Season, rückläufiger Merkur, was auch immer das Universum jetzt in diesen nächsten 3-4 Wochen in dein Leben bringt. Es ist eine Chance, Ass der Münzen, es ist eine Chance zu gesunden, es ist eine Chance, etwas zu erkennen, was du vorher nicht erkannt hast. Es ist eine Chance, ein neues Leben zu beginnen. Also das Universum sagt, hey, die Person, die ich dir jetzt schicke, ob das die Person ist, an der du vielleicht noch hängst oder ob das möglicherweise eine völlig neue Person ist, das kann ich in dieser Legung nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass das Universum oder dass das, was die Verbindung, und vielleicht ist es erstmal nur eine freundschaftliche Verbindung, I don't know, aber ich sehe hier ne, eine andere Person, dass die dir etwas zeigen möchte, was hochgezogen werden darf, was du jetzt gießen darfst, ob das du selbst bist, ob das diese Partnerschaft ist, das weiß ich nicht. Was ich sehe, ist, dass du am Ende darüber sehr glücklich sein wirst. Dass es möglicherweise auch eine sehr heilende Energie ist, dass du möglicherweise frei von irgendwelchen Zwängen, Anhaftungen, Perfektionismus, whatever, ne? So. So ein Universum sagt, hey, ich zeig dir was, und das solltest du anschauen, denn dieses Miteinander, das hier liegt, das wird einen positiven Impact auf dich haben. Also ist es an der Zeit, diesen Weg einzugehen, dich darauf einzulassen, was das Universum dir zeigt. Und was genau das ist, das kann ich dir nicht sagen, meine liebe Jungfrau. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, was das ist. Auf jeden Fall liegt hier, möglicherweise liegt hier auch Illusion und echt, ne, so. Auch das, ne, so. Vielleicht hast du eine Vorstellung von dieses Twin Flames, ich muss es einfach sagen, ne? Diese Theorie, die manchmal einfach toxisch ist, weil diese Twin Flame Theorie einem sagt, es ist völlig normal, dass wir die extrem schweren, schmerzhaften Zeiten mit so einem Gefährten durchgehen. Das sehe ich einfach ein bisschen anders. Und wenn du das nicht so siehst wie ich, dann ist das völlig in Ordnung. Aber
Liebe ist nicht extrem schmerzhaft. Das ist nicht aus universeller, aus göttlicher Sicht, ist das nicht die Sprache der Liebe. Und in irgendeiner Art und Weise wird dir das aufgezeigt, der Unterschied zwischen dem Teufel und den Liebenden. Keine Ahnung, in welcher Art und Weise, aber wer auch immer hier in dein Leben kommt, er wurde dir vom Universum geschickt. Das ist eine glückliche Fügung. Das ist richtig Glück, das du da hast, wen das Universum hier reinbringt. Und es lohnt sich, da Zeit hinein zu investieren. Und das ist alles, was ich euch bisher zu dieser Legung sagen kann, meine Lieben. So lasse ich das hier stehen, meine Lieben. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Na, so, der Teufel, die 10 Stäbe, die 8 Schwerter, auf jeden Fall. Ich sehe, dass du hier der Gehängte einen Perspektivenwechsel hinlegst, aber was genau ist das? Vor welche Entscheidung, die Liebenden, stellt dich das Universum mit diesen beiden Assen? Das sehe ich hier auch. Das möchte ich wissen. Wer ist der Ritter der Kelche? Das wollen wir wissen. Und dann schauen wir einfach genau, wo uns diese Legung hinführt. Am Ende des Tages lasse ich mich auch durchs Extended Reading ganz intuitiv durchtreiben. So, für die Jungfrauen unter euch, nee, Quatsch. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls alles, was du dazu wissen musst, unten in der Infobox. Und jetzt aber, so, Gott sei Dank, ich bin immer so froh, wenn das runtergerattert ist. Für die Jungfrauen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Ich habe das Gefühl, du kannst, ich glaube schon, dass die nächsten 3 Wochen intensiv werden. Ne? Hier liegt intensive Energie, wobei wir haben den Skorpion hier nicht, den Tod nicht, aber hier liegt auf jeden Fall, hier liegt eine 180-Grad-Drehung. Ich habe das Gefühl, du gehst in den rückläufigen Merkur rein und gehst mit einer völlig anderen Sicht auf die Dinge daraus. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall Ast der Kelche, Ast der Münzen, glückliche Fügung, neues Leben. Zeigt dir das Universum einen neuen Weg. Ich sehe hier auch immer so einen Weg. Es zeigt dir einen neuen Weg, einen Weg, der dir vorher nicht so bewusst war, einen Weg, den du vorher nicht so wahrgenommen hast, einen Unterschied, der dir vorher nicht klar war, etwas über dich selbst, was belastend ist oder was schwer ist, was dir vielleicht vorher nicht klar war. Also hier geht es irgendwie um dieses Gesund und Ungesund und vielleicht weißt du selber gar nicht, ne? 8 Schwerter ist ja, ne? So. Ist dir gerade selber gar nicht so bewusst, was vielleicht in deinem Leben nicht ganz so gesund ist. Aber das, dann zeigt es dir das Universum, ne? So. Dann zeigt dir das Universum, hey, das tut dir nicht gut. Das tut dir nicht gut, wollen wir nicht was Neues probieren? Und dieses Neue probieren wird sich irgendwie gut anfühlen. Und dass da das Außen oder jemand im Außen auf jeden Fall auch eine entscheidende Rolle trägt. Ein Freund, jemand, der dir nahe steht, jemand, den du kennenlernst möglicherweise. Das kann auch sowas sein, hey, ich lerne hier jemanden total tollen kennen und jetzt weiß ich aber, ne, das muss ich jetzt bewerkstelligen, weil das stresst mich, das nervt mich, das ist nicht gut für mich. Ich weiß, dass ich dieses Thema habe. Deswegen, wenn ich will, dass das hier gut wächst, dann nehme ich auch die Mühe auf mich und verändere jetzt das hier, weil ich nicht will, dass irgendwelche toxischen Energien oder ungesunden Energien da jetzt quasi in das, was entstehen möchte, mit reinwirken. Und so lasse ich das hier stehen, meine liebe Jungfrau. Ich hoffe, diese Legung war hilfreich für dich. Und ja, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!